Ein quadratischer Quader hat ein Volumen von 1,2 Kubikdezimeter. Seine Höhe ist genau halb so lang wie die Kante S der Grundfläche. Das heißt, h ist gleich s halbe, wenn s die Länge der Grundkante ist. Die Länge genau dieser Grundkante s auf Millimeter genau ist nun auch gesucht. Um diese Aufgabe zu lösen, schreiben wir zuerst die Formel für das Volumen eines Quaders an. Es gilt, V ist gleich G mal H. Setzen wir nun die bekannten Werte ein. Das Volumen des Quaders ist 1,2. Die Grundfläche des quadratischen Quaders ist ein Quadrat mit Seitenlänge S. Und damit setzen wir für g s Quadrat ein und h ist s halbe. Auch das setzen wir ein. Formen wir nun nach s um. Wir multiplizieren dazu mit 2. 2,4 ist gleich s Quadrat mal s ergibt s hoch 3. Um s zu erhalten, müssen wir nun die dritte Wurzel ziehen. Wir ziehen also die dritte Wurzel aus 2,4 und erhalten 1,3388 und so weiter. Wir schreiben mehrere Nachkommastellen an, da wir auf Millimeter genau runden wollen. Dieses S hat jetzt Einheit Dezimeter, denn das Volumen war in Kubikdezimetern angegeben. Wollen wir nun auf Millimeter runden, müssen wir überlegen, wo hier die Millimeterstelle ist. Wenn es 1,3388 und so weiter Dezimeter sind, so ist dieser Dreier die Zentimeterstelle und dieser Dreier die Millimeterstelle. Wir müssen also auf die zweite Stelle nach dem Komma runden. Die Grundkante ist daher rund 1,34 Dezimeter lang.